Klaus Allofs ist der Spieler, der bei der längsten Siegesserie der DFB-Pokalgeschichte bei allen Partien auf dem Platz stand. 18 Mal in Folge siegte er Ende der 70er Jahre mit Fortuna Düsseldorf. Eine sogar ihm unbekannte Rekordserie. Das wusste ich nicht. Ich wusste aber, dass ich eine gute Pokalbilanz habe. Weil ich, glaube ich, mit einigen Clubs auch den Titel gewonnen habe. Ich glaube, ich habe also nicht nur, wenn Sie das sagen, glaube ich Ihnen gerne, so eine Serie hingelegt habe. Aber ich habe unter anderem eben auch mit Fortuna Düsseldorf, mit dem 1. FC Köln und mit Werder Bremen auch den Pokal dann, glaube ich, 4-mal geholt. Ja. Das ist auch nicht so schlecht, aber diese Serie meinetwegen auch nicht schlecht. Ja. Es gibt wenige Spieler, die den Pokal mit 3 Vereinen 4-mal gewinnen konnten. Die entscheidende Siegesserie dann aber ab der Saison 78-79. Wir waren, glaube ich, 3 Jahre hintereinander, kann das sein, sogar im Endspiel. Also einmal muss es unterbrochen worden sein durch eine Niederlage. Wir waren 2 Jahre hintereinander Pokalsieger. Das heißt, dass man dem doch sehr lange ungeschlagen bleiben muss. Und dann hat mein Bruder dann eben auch gespielt, sehr jung, 18 oder 19 Jahre war er da erst. Und es kamen einige junge Talente nach, Uli Bommer und ganz, ganz viele und eben auch ein paar altbewährte Kräfte, die vielleicht so nicht den Stellenwert insgesamt in der Liga hatten, aber das war insgesamt eine gute Mannschaft. Der Bezug zu seinem Bruder ist Klaus Allofs wichtig. Auch deshalb ist nicht nur der erste Pokalsieg 1979 der ihm heute noch am meisten bedeutet. Ich glaube, besonders waren die Siege mit Fortuna Düsseldorf, weil man dieser Mannschaft das nicht unbedingt zugetraut hat. Und das war sicher etwas Besonderes, auch dann noch im Zusammenspiel mit meinem Bruder. Das ist schon was Tolles. Und dann als Düsseldorfer dann gegen den 1. FC Köln zu spielen, ja, das hat auch nochmal eine besondere Brisanz. Also wenn ich die irgendwo ordnen müsste, diese Erfolge, dann stehen diese Erfolge ganz oben. Und wegen seiner Siegesserie steht Klaus Allofs in Sachen DFB-Pokal Walk of Fame ganz oben. Mit wenigen anderen Helden der 70-jährigen Pokalgeschichte wird er per Fußabdruck verewigt und reagiert geschmeichelt. Dieser Pokalgeschichte des deutschen Fußballs mitgewirkt haben, darf verewigt werden, das ist klar, dafür sind es zu viele. Und wenn man da auserwählt wird, weil man besonders erfolgreich war oder weil man eine Serie hingelegt hat, dann ist das schon eine Auszeichnung und macht einen schon stolz. Und man steht eben stellvertretend für viele, viele, die ja, die Tore geschossen haben, die Tore verhindert haben, die eben besondere Dinge eben in diesem Pokal geleistet haben und dafür gesorgt haben, dass eben dieser Wettbewerb einfach so von den Menschen geliebt wird. Also da freue ich mich schon sehr drüber. Und zum Finale 2013 kann man die Fußabdrücke von Klaus Allofs dann auch auf dem DFB-Pokal Walk of Fame besichtigen. Zusammen mit den Abdrücken der anderen Helden. In Berlin am 1. Juni.